Hoi, Ueli. Hoi. Bist wieder zurück aus New York? Sag mal, ist die UNO eigentlich an Atmen schlimmer als die EU? Good evening. How are you? Aunt Kathleen is sitting in the drawing room. Ich habe natürlich in Englisch reden, seit dann in New York. Oder? Ich habe ja dann noch den Obama getroffen. Und dann haben wir uns die Hand gegeben. Also Handshake, wie es dort sagt. Und? Hat es abgefärbt? Weiter gesagt. How are you? Der soll doch Deutsch reden. Mit dem Schweizer Bundespräsident. Das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Ich habe natürlich die Rede vor der UNO habe ich auf Französisch gehalten. Oder? Aber das Französisch ist für die Amis noch komplizierter als für uns Deutschschweizer. Und es sind ja sowieso lustige die Amis, gell? Die verwechseln immer die Schweiz mit Schweden. Hast du nicht gerade protestiert? Nein, wieso? Schweden ist ein tolles Land und sie machen einen sensationellen Kampfjet. Also los, ich muss weiter. Farewell. It was a pleasure to talk to you. Moment mal, Ueli. Was ist denn rausgekommen bei diesen Gesprächen in New York? Hast du die Gebäudesanierung von der UNO zu Genf angesprochen? Und hast du mir Obama eine Kappe gewaschen wegen dem Bankensteuerdeal? Und was sagt der Weltsicherheitsrat zum Milchpreis und zu der Einführung von einem Beitrag für Einzelkultur und für Futtergetreide? Das war nicht auf der Traktandenliste. Ja, Herrgott, zack, warum ist denn trotzdem angesprochen? Keine Lust gehabt. Du musst langsam aufpassen. Das Lustprinzip ist bei dir manchmal schwieriger als das Kollegialitätsprinzip. Wirst du langsam einen halben Bundesrat, gell? Jetzt bist du noch knapp 3/4. Ciao! Auf. Monkey. Das ist Englisch.